Hab's überlebt. Ich will in den Live-Form Scanner in meinem Game. Ständig verlaufen sich die Opfer NPCs. Das ist also das Werk von Centauri Cree. Wenn der Rest von Sis Geschichte stimmt, müsste der Schlüssel nach Tenalore hier irgendwo sein. Der Schlüssel der Penalore. So was habe ich verstanden, aber gut. Waldanlage. Machen wir erstmal ausruhen. Ich habe einen Punkt. Ja, gucken wir mal. Muss das mal wieder ausrüsten. Kann's losgehen, BD? Ah, da komme ich nicht durch. Barriere. Eine undurchdringliche, dringliche Barriere aus einer hochmagnetisierten, staubähnlichen Materie. Die Struktur ist gegen übliche Mittel resistent und widersteht sogar Lichtschwertschlägen. Das ist ja doof. Also kein Anzünden. Da will ich jetzt nicht runter. Der Weg ist auch blockiert. Oh je. Ist ja alles voll von denen. Rip my life. No anzünden, no Party. Ja. Also zünde ich Flo an. Irgendwas muss brennen. Kein Strom. Der Ort scheint verlassen worden zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Ich sitze schon gerade. Dankeschön. Das war irgendwie klar, ne? Das ist aber eine große Ente. Chloe. Vogel! Diese Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Fürs Erste müssen wir unten durch. Steckt fest, okay. Tja. Also stuck. Tja. Ich habe gerade einen interessanten Kampf gesehen. Ein Druide gegen einen Sturmtruppler. Das Witzige daran war, der Druide hat den Sturmtruppler auseinandergenommen. Oh Gott. Ich liebe aber die Druiden. Kampfdruiden sind so super.
So, abkürzen. Wir reden so viel. Ja, aber halt so Stuss, ich finde das ja voll geil. Kann man echt lachen drüber. Wenn sie halt so die Gespräche beenden und sich nicht dann aus Versehen selber killen oder so. Das schaffen die ja auch ganz gut. Sich in die Luft zu jagen, runterzufallen, alles. Tür ist verschlossen. Ja, ist ja klar. Unter Chloe. Warum ist er jetzt... Alles klar, Spiel? What the fuck war das? Hä? Danke, dass du es jetzt machst. Was zur Hölle? Okay, das tat weh. Suchen wir uns einen anderen Weg. Wir helfen ihr später. Es ist auch noch eine... Weibchen. Oh mein Gott. Tja, Chloe, es tut mir leid, nicht. Ah. Diese Federn. Ja. Oh Gott. Ich hoffe, dass sie die Story mit dem Ausblick angehört. Ja, war richtig geil. War richtig super. Ich habe mich totgelacht. Dankeschön. Irgendetwas hier hat einen mächtigen Appetit. Die geht von hier nicht auf. Ich kann nicht allen weglaufen. Wow, jetzt bin ich wieder hier. Danke, Spiel. Cool. Hey, come on. Hey, BD. Drecksi, du. Ah, cooler Effekt mit dem Arm, ne?
Im Bett liegen, eine Wohltasche für meinen Rücken. Ist wie Urlaub gerade. Hallo, Tom? Ja, gehen wir weiter. Da geht's auch wieder tiefer runter. So eine Technologie habe ich noch nie gesehen. Und ich habe auf Brucker viele Maschinen zerlegt. Die Generatoren laden die Luft mit stark angereicherten Energieströmen auf, die sowohl in Energiemenge als auch von Gefahrenpotenzial her mit interstellare ionische Stürme vergleichbar sind. Dem Rost und dem Bewuchs nachzuschließen, wurde die Anlage seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Das ist der Riesenvogel. Und hier muss ich wahrscheinlich rein. Oh, da ist noch eine Kiste. Tiefer runter? Ja, tiefer. Wir haben diese Technologie schon mal gesehen, nur nicht in dieser Größe. Okay. Aha. Wie sie es kann. Scarlet Beam. Ich bin immer noch unschlüssig, das Game zu holen. Hast du den Teil davor gespielt? Also ich kann es sehr empfehlen. Es ist auf jeden Fall viel größer, also wenn man das mag. Viel mehr Kämpfe. Es ist auch anspruchsvoller. Also finde ich jetzt. Da steckt auch sehr viel Liebe drin. Sehr coole NPCs und Nebenaufgaben. Also bis jetzt macht es sehr viel Spaß und wir haben gerade erstmal den ersten Planeten. Also es ist schon echt krass. Es sieht einfach unfassbar gut aus und die Musik dabei, oh. Ja, cool. Also das schützt mich gerade hier. Interessant. Gehst du auch weiter? Tatsache. Da kommen wir niemals lebend durch. Sieh. So, wir haben jetzt erstmal eine Abkürzung. Es scheint hier aber weiterzugehen. Mir wurde leider schon allein die Werkbank erreichen, muss aber erst den ersten spielen und Geld haben. Ja, das Gute ist, die Spiele werden ja jetzt nicht teurer, solange sie draußen sind, sondern die werden ja dann von Zeit zu Zeit billiger oder gibt auch Angebote. Kann man ja dann da auch zuschlagen. Ja, Dina for Safe war ein sehr gutes Game, aber bei dem weiß ich noch nicht. Immer nur ein wenig geschaut, fand nur den Preis heftig für Star Wars. Naja, Spiele allgemein werden Tatsache immer teurer, aber man kriegt auch was wirklich sehr Gutes geboten, finde ich, für den Preis. Also die Qualität lässt schon, ja, schon sehr geil. Was ist das hier? Okay.
So, hallo Vogel. Tschüss Vogel. Aber ich kann es verstehen, ist schon teuer. Spiele sind teuer. Das ist nicht nett von dir. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? So ein Drecksack. Warte ab, wenn ich zu dir komme. Was für ein Drecksloch. Alles hier will dich entweder fressen oder ersticken. Warum werde ich immer auf diese maximal abgelegenen Posten versetzt? Tschüss, du kriegst mich nicht. Ja, jeder soll verdienen. Für Elden Ring hätte ich auch 150 bezahlt und für Hogwarts auch 300. Ja, es gibt schon Spiele, da ist es einem egal, da will man einfach nur zocken. Das verstehe ich natürlich dann auch. Die Tiere rund um die Anlage sind ziemlich aggressiv. Liegt wohl am Staub in der Luft. Und imperiale Patrouillen machen es auch nicht besser. Also bis jetzt gefällt mir der zweite Teil davon richtig, richtig gut. Das könnte praktisch sein. Verwirrung, große Fauna. Ich bin sehr oft verwirrt. Der Sound vom zweiten Teil ist jedenfalls 1A. Die NPCs auch. Ich musste schon sehr viel lachen. Wir haben es auch aus Dick hinter den Ohren. Okay, weiter geht's. Tür verschlossen. Puh, das wird noch sehr viel Erkundung hier. Inhalten alles. Das sieht nach Ärger aus. Vielleicht kann er uns aber auch helfen. Attacke! Schön. Du bist mein kleiner Schwibbelschwabbel. Ja. Naja, macht mal. Sag mal. Hör auf zu kotzen. Sage mal. Ey, was ist denn mit dir gerade? Scheißvieh, du. Oh, was die für einen Schaden machen. Ich beschleiche das Gefühl, dass jedes Mal, wenn dieser Gegenkampf Frieden oder Sturmtruppe kämpft, dass sie sich vorstellt, wie sie mich verprügelt. Nee, nicht wirklich. Oh, du bist. Hi. Hi. So richtig zu Hause ist das Imperium hier nicht. Sieh dir die an.
Auf den Hintern. Ich hätte gern ein Remake-Vorsetzung von Jedi Knight, Jedi Academy. Oh ja. Das wäre cool. Ich dachte wegen den Witzen so. Da kriegst du Allgemeinschläge für. Das muss ich mir nicht extra vorstellen. So, wo bin ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich höre schon wieder irgendwas Großes. Da sind Eier. Vorsicht, BD. Alter, sieht aus wie eine Eule. Was soll ich denn noch sagen? Hier, ich dachte... Okay. Nein, du hast nicht gedacht. Du hast eine Bedrohung erkannt und reagiert. Hätte der Orden schneller reagiert, gäbe es die Republik noch. Das Imperium, die Haxionbrot, die halbe Galaxis will unseren Tod. Ja. Die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Cal. Du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können. Verstehst du das? Ganz ruhig. Es ist nicht die Zeit für Kämpfe. Was? Ich kann jetzt gleiten. Okay, das ist fucking cool. Das Tempo gefällt mir schon besser. Das ist ja richtig cool. Whee! Voll geil. Dankeschön. Katzen, Eulen, Fledermaus. Ja, alles cool außer Eule. War nur Drecksack. Tot! Ja, ja, leider! Hab ich dich, Drecksack. Das
Ist ja so gnädig heute. Die Richtungen sind ja schon ein bisschen brutal. Es ist ein bisschen zu wenig Blut, finde ich, aber ist okay. Diese gesamte Struktur ist die Anlage. Aber wofür? Was machst du hier? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Ich hab dich nicht eingeladen. Ich habe einen E-Book gefunden. Ja. Kann ich jetzt drehen und so, ne? Ah. Oh nein, der Vogel kommt jetzt frei. Das sollte reichen. Weiter geht's. Ja, Claude, es macht Gebühren fürs Befreien, ne? Immer gerne. Und keine kommen. Niemals. Niemals! Ich frage mich, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Das ist nicht mein Vater. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber... Er mich halt deine Mutter. Ich verkneife mir alles. Ich muss mir das auch verkneifen. Da ist die Mutter. Du hast an das Gleiche gedacht oder eher nicht? Ja oder nein? Ja, schwierig. Doch klar, okay, gut. Ich könnte ja auch nicht dein... Du sagtest ja, ich bin nicht dein... Also ich... Ja, ich bin nicht dein Vater. Ich könnte ja auch die Schwester... Und Nietzschen! Keine Ahnung. Jetzt dann! Ich bin keine Du wolltest Bedrohung. Es wissen! Jetzt bin ich tot! Guck mal, dem macht das gar nichts aus. Specki hier. Beeilung! Ihr Dreckigen! Sweet Home Alabama. Ja. Danke. Ich sehe gerade hier nichts. Gleich haben wir ihn.
Ich habe jetzt erst gerade, warum du so gemacht, gelacht hast. Wegen Witzen. Guten Morgen, liebe Cleo. Ah, Mann, ey. Ich hab's extra nicht erwähnt, ne? Aber sie wollte es ja unbedingt wissen. Gut, dass keiner was versteht. Ist auch besser so. So, gut. Ich werde dann auch langsam mal wach. Guten Morgen. Aber stell mir vor, die Kampfskill und Bewegungsfreiheit von Jedi Academy mit der Grafik von Star Wars Survivor. Das wäre. Oh, Liebe. Das glaubst ja auch nur du. Kann mich aber nicht mehr heilen. Niemals, Mosi, niemals. Das macht nur extra Gebühren für die Frechheiten. So, ich brauche jetzt wieder so ein Dingselbumsel.